Es ist aber auch ein Termin, den sich die Athleten vieler anderer Nationen nicht entgehen lassen. Tagsüber noch das Training für die Wettbewerbe am Wochenende, am Abend dann das Schaulaufen vor den Fans. Zwei Erlebnisse, die vor allem für die jungen Skiflieger etwas ganz Besonderes sind. Insbesondere dann, wenn es sich dabei um die ersten Sprünge von einer Flugschanze überhaupt handelt. Ja, es hat sich gut angefühlt. Also vor allem mit dem Publikum auf einer recht schönen Skiflugschanze ist dann wirklich ein geiles Gefühl. Ja, sehr schön. Also ich habe mit viel Vorfreude bin ich hingegangen zu der Quali heute und habe dann nur drei ganz plausible Flüge gemacht. Und ja, jetzt freue ich mich auf jeden Fall auf morgen. Interessanterweise war ich überhaupt nicht nervös oben. Also es war dann eher unten, wo ich dann gemerkt habe, ja, da war die Spannung doch schon ein bisschen höher, aber es ist auf jeden Fall mehr die Freude auf den nächsten Sprung dann, die wo größer ist, als auf einer kleinen Schanze. Es ist inzwischen schon gute Tradition, dass die Skiflieger am letzten Wochenende auf dem Oberstdorfer Winterfest vorbeischauen. Und vielleicht ist es ja auch so etwas wie die Portion Extra-Motivation, gerade für die deutschen Flieger. Ja, war super. Also die ganzen Leute, die da waren, das war eine tolle Stimmung, wie bei der Tournee auch schon bei dem Empfang. Und das macht dann auch richtig Spaß, wenn man da dabei sein darf. Ja, Party ist es ja keine für uns, es ist nur Eröffnung quasi. Und ja, es ist schön, dass so viele Leute jetzt schon da sind und wir freuen uns alle auf morgen, dass vielleicht noch ein paar mehr kommen. Dass das Winterfest inzwischen seinen 26. Geburtstag feiern konnte, liegt auch an einem Gemeinderatsbeschluss im Herbst letzten Jahres. Der hat die Genehmigung für die mehrwöchige Veranstaltung verlängert und damit für Erleichterung bei den Veranstaltern gesorgt. 5 Jahre ist genehmigt worden. Nach 5 Jahren, wenn es abgelaufen ist, dann muss man natürlich wieder mit Gemeinde wieder mal reden, ob wir machen dürfen oder nicht. Ja. Aber ansonsten sind wir jetzt auch froh, die 26-jährige Winterfest mit Glimpfig jetzt morgen Samstag beenden. Und hierzu möchte ich natürlich auch an unseren Nachbarschaften bedanken, dass sie auch Verständnis hatten. Für die Organisatoren des Winterfests ist das letzte Wochenende mit dem Skiflugwettbewerben immer ein echtes Highlight. Zusammen mit der mit 50 Metern längsten Bar im Allgäu sowie viel Live-Musik soll das auch in Zukunft für Stimmung und viele Gäste in Oberstdorf sorgen.